Hallo und herzlich willkommen. Wir machen unsere Weekly Challenge der Woche 29 und ihr seht schon, wir haben als Aufgabe so schnell wie möglich 200 Blooms zum Sammeln. Die Strecke ist eigentlich recht einfach, hat allerdings so ein paar ganz kleine Knackpunkte, wie beispielsweise hier, dass wir einfach schnell ein bisschen abbremsen müssen oder halt eben solche Sprungaktionen machen müssen, wenn wir besonders schnell sein wollen. Hier ist auch nochmal ein entsprechender Blocker. Und wir haben schon fast die Hälfte. Hier nochmal einmal hochspringen. Hier haben wir nochmal einmal auch so einen ganz kleinen. Hier noch der dritte Blocker. Dann haben wir es eigentlich schon fast. Die Kette macht einen auch nochmal ein bisschen langsamer. Und spätestens an dieser Stelle sollten wir dann eigentlich den Punkt haben, wo wir es geschafft haben. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt einfach nochmal entsprechend in der Slow Motion an. Was wir genau machen. Wir probieren gleich einen Headstart zu machen, indem wir zweimal unsere Schlagaktion direkt ausführen und damit natürlich eine sehr, sehr schöne Beschleunigung haben. Auch hier oben, wenn wir auf dem entsprechenden Plateau sind, zweimal, bevor wir noch fallen, damit wir nicht einfach in der Luft schlagen. So schaffen wir es auch direkt runter zum Kommen und kommen auch auf das nächste Plateau. Hier machen wir einen Sprung direkt nach unten und probieren letztmöglich abzuspringen, sodass wir halt eben entsprechend auf der Kette landen und zum Absprung. Hier ist es wieder wichtig, möglichst einen kurzen Sprung zu machen, das heißt, wir probieren die Looms möglichst weit von unten zum Greifen und hier wieder beschleunigen und nach unten stürzen. Wir beschleunigen wieder durch unsere Schlagaktion, schnappen uns die Looms hier drunter und probieren nochmal hier kurz vor dem Ende auch nochmal eine Beschleunigungsaktion halt eben entsprechend zu machen. Nun, hier sollte man ein bisschen aufpassen, möglichst keinen Dreher, hier wieder runterspringen entsprechend. Und jetzt danach können wir wieder entsprechend beschleunigen und uns das Ganze halt eben hochholen. Auch hier wieder hoch, abstürzen, beschleunigen, damit wir das Ganze schnell holen können. Hier einmal durchdrehen, nach oben und wieder runterspringen. Es ist eigentlich immer die gleiche Aktion. Jetzt wieder auf den nächsten. Wir gehen auch wieder in die Beschleunigungsaktion, können wir dieses Mal wieder zweimal ansetzen und haben hier die Möglichkeit, die Looms wieder auch im Flug zum Holen. Auch wieder probieren, möglichst kurze Flugphase. Hier hätten wir noch einen Dreher einbauen können, habe ich jetzt nicht gemacht. Allerdings hier kommt der Dreher. Wir schnappen uns die Looms im Flug, lassen abstürzen, machen keinen mehr, damit wir nicht gegen die Wand rasen, stoßen nach unten und schnappen uns zur Beschleunigung wieder unseren Dreher, gehen auf die Kette. So, hier kein Beschleuniger, aber wenn wir wieder auf der Ebene sind und wissen, dass wir lang können, können wir zwei Dreher einbauen und schnappen uns den letzten Sprung, den wir besonders gut probieren zum Erreichen. Damit schaffen wir es eigentlich ganz einfach, die Goldmedaille zum Holen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und wir sehen uns nächste Woche zur Weekly Challenge.